Freunde des Lichts. Vor einigen Tagen, ihr wart mit dabei, habe ich hier in diesem Volk 4 eine neue Königin zugesetzt. Jetzt habe ich vor 3-4 Tagen, auch da wart ihr dabei, habe ich nochmal durchgesehen, die Königin auch gesehen. Sie wurde akzeptiert im Volk. Also da gibt es keinen Stress. Wunderbar. Nur ich habe dabei auch gesehen, dass die Bienen fast jede Wabe, bei jeder Wabe nur noch ein ganz kleines Streifchen unten frei lassen haben an Zellen. Alles andere war schon von oben her komplett zu mit Futter, auch verdeckelt. Und weiter auf der Wabe war noch offenes Futter, rein glänzendes Futter. Und da war die Königin am Rumsuchen, am Rummachen, um leere Waben zu finden, dass sie Stifte legen kann, also dass sie Brut legen kann. Hat wohl keine gefunden, also ich habe keine Brut gesehen zumindest. Und wenn das jetzt noch so weitergeht, weil wir haben jetzt immerhin schon 14. September, dann hat die Königin keine Chance mehr, die Winterbrut anzulegen. Es wird dann ziemlich spät. Und aus dem Grund will ich da mal reinschauen und mal schauen, wie es aussieht, ob jetzt eine gewisse Brutfläche schon sich entwickelt hat, ob die Bienen sich das selbst eingerichtet haben, dass die Königin ein kleines Nest anlegen kann, oder ob die das nicht hinbekommen. Wenn nicht, dann werde ich jetzt zwei dieser vollen Waben entnehmen und zwei ausgebaute Leerwaben reinsetzen. Mittelwände alleine reichen jetzt nicht mehr um die Jahreszeit, weil die Bienen bauen es nicht mehr aus, die wachsen jetzt nicht mehr. Aus dem Grund, es müssen ausgebaute Mittelwände sein. Ich habe noch welche vom Honigschleudern, die werde ich dann reinsetzen, zwei Stück. Aber nur dann, wenn ich sehe, dass keine Brutanlagen da sind, dass alles voll ist mit Honig. Weil da, wo Futter drin ist, kann die Königin kein Ei reinlegen. Das tut sie nicht. Sie legt es nur in leere Zellen rein. Und ich habe auch eine Zeit lang das Flugloch beobachtet, habe zwar gesehen, dass ab und zu mal ein bisschen Pollen mit, gut, ich meine, wir haben jetzt eingeschränkten Flugbetrieb, es geht schon Richtung Abend, wir haben jetzt 18 Uhr, tagsüber habe ich es mir auch angesehen, aber im Vergleich zu den anderen Völkern wird hier in diesem Volk 4 deutlich weniger Pollen eingetragen und das ist fast schon ein Hinweis darauf, dass keine oder wenig Brut betreut wird oder angelegt ist, weil Brut braucht Pollen, also besorgen die auch dann Pollen. Ab und zu mal, wie gesagt, kommt ein Bienchen mit etwas Pollen an den Hinterbeinen, aber so richtig volle Pollenhöschen kann ich also keine entdecken. Bei den anderen Völkern läuft es ganz anders. Da kommen die Bienen mit richtig dicken Pollenhosen nach Hause und da glaube ich, den Verdacht zu haben, oder da habe ich den Verdacht, dass hier in diesem Volk einfach noch zu wenig oder vielleicht sogar noch gar keine Brut angelegt wurde. Deswegen schaue ich mir das gerne mal an jetzt. So, jetzt habe ich eben mal nachgesehen. Ich habe leider doch keine ausgebauten Leerwaben mehr. Zumindest keine richtig leeren, keine ganz leeren. Ich hatte die teilweise in Völkern, wo die dann wieder Honig eingetragen haben, was sie gar nicht hätten sollen. Und die taugen natürlich auch nichts für die Königin, also die brauche ich gar nicht reinzuhängen. Ich werde aber trotzdem mal in das Volk reinschauen. Jetzt muss ich aber gerade schnell in unseren Betrieb. Ich werde da jetzt gerade eben direkt gebraucht. Ich hoffe, nachher ist noch hell genug, dass man auch was sehen kann auf der Kamera. Bis gleich. Ich habe es jetzt doch gestern Abend nicht mehr machen können, weil ich habe nachgesehen bei mir und hatte keine leeren Waben mehr, also keine Rähmchen mehr, in diesen Waben überhaupt kein Futter drin war. Also was gemacht, einen befreundeten Imker angerufen, danach gefragt und tadadam. Netzwerk ist immer gut. Und der wollte noch nicht mal was dafür haben. Geschenkt, einfach so. Heute Nachmittag bei der Fluglochkontrolle oder Fluglochbeobachtung kann man auch sehen, dass schon wesentlich mehr Pollen eingetragen wird. Das ist ganz im Gegensatz zu gestern. Das deutet also doch auch schon auf Brut hin. Naja, mal sehen, wie es innen aussieht. So, Smoker läuft. Jetzt noch meine Einmal-Handschuhe. Zweimal
dreimal, viermal tragen kann. Aber vielleicht hat ja wieder jemand was daran rumzumeckern, dass ich einmal Handschuhe nicht nach einem Mal tragen wegwerfe. Na, wenn das nicht sauber leer gelegt ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht man es so im Licht? Ja, man sieht's. Da haben die gute Arbeit geleistet. Brav, hab das gemacht. Brav, Mädels. So muss das. So, aber den Futterteig, ich glaube, den nehme ich ihn mal weg. Okay. So, den kriegen sie. Den kriegen sie jetzt nicht mehr. Aber vielleicht lege ich den im Volk 4 auf. Mal sehen. Schön überbaut. Das mache ich mal weg. Mal schauen, was geht. Oh, das sind jetzt freie Zellen. Da unten sind auch freie Zellen. So, so war es drin. Die ist recht voll. Oh. Jetzt ist doch kaputt gegangen. Die ist recht voll, also nehme ich mal die hier. Hier unten drum sehe ich auch freie Zellen, aber eben nur unten. Und hier genauso, sonst viel Futter. Hier auch.
freie Zellen. Auch einige Zellen frei. Also ich glaube, das Volk sortiert sich gerade um. Und deswegen brauche ich gar nicht erst mit den Leerwaben arbeiten. Ich mache die einfach wieder rein. Das sieht mir ganz gut aus. Die Königin habe ich ja vor ein paar Tagen schon gefunden und gesehen, dass sie mit dem Volk zusammen interagiert, läuft. Also ich lasse denen doch ihr komplettes Futter, ihre Futterwaben, mache keine neuen Waben rein, das habe ich die halt überflüssigerweise besorgt, macht aber nichts. Lieber ein bisschen zu viel besorgen wie zu wenig, als zu wenig. Hier noch ein bisschen sauber machen. So, und jetzt lassen wir den wieder in Holz. Die vergesse ich gerne. Jetzt habt ihr eure Ruhe für lange Zeit. Da brauche ich jetzt auch keine Futterzarge mehr. Wo ist jetzt der Deckel? Hier ist er. So, die sind jetzt recht gut versorgt. Mein Finger ist auch versorgt. Jetzt werde ich diesen Einmalhandschuh werde ich jetzt entsorgen. Diesen Einmalhandschuh werde ich noch weiter verwenden. Das Volk ist jetzt versorgt, ausreichend versorgt. Ich habe gesehen, vor einigen Tagen, die Königin ist da, sie arbeitet mit dem Volk. Jetzt habe ich gesehen, sind freie Brutzellen sind da, sie könnte legen. Ob sie liegt, weiß ich nicht, ich habe noch keine Stifte gesehen. Ich will aber auch nicht das ganze Volk jetzt durchschauen, ich will die nicht so gravierend stören. Es ist nämlich jetzt schon recht spät im September, wir haben den 15. September. Und da noch gravierende Störungen mit reinzugeben, das halte ich für eher nicht zielführend. Wenn es gut geht, ist gut. Wenn die Königin legt, ist gut. Aber sie braucht jetzt ihre Ruhe, um die Winterbienen zu erzeugen. Das ist eh schon sehr knapp. Und Futter ist genug da, Futter ist massenhaft da. Ich lasse die jetzt mal noch, habe ja gesehen, sind ein paar Zellen frei. Ich lasse die jetzt mal noch ein paar Tage so und dann lege ich mal wieder ein bisschen Futterteig auf und dann sehen wir nächsten Monat, was passiert ist. Erst nächsten Monat schaue ich wieder hier rein. Hoffentlich ist da nicht zu kalt, hoffentlich ist es noch angenehm genug, dass ich die Bienen nicht zu sehr auskühle. Mal schauen. Vielleicht hat euch das Video gefallen, auch das würde mir natürlich wieder sehr gefallen. Und in dem Fall sehen wir uns wieder beim nächsten Bienenvideo.